Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Doch, bei Roller. Aber so schlecht wie jetzt momentan waren die Zahlen schon lange nicht mehr. Beziehungsweise waren die Zahlen irgendwie noch nie. Also ich hatte damals sogar teilweise mehr Aufrufe auf die Videos gehabt. Und was ich brutal schade finde, ist, dass er wirklich wert ist. Und das demotiviert aber auch. Yo Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu PVZ BFN auf der PS5 mit mir, eurem YT. Freunde, ja, jetzt gibt es wieder eine schöne Runde Plants vs. Zombies zum Anlass, weil es das Spiel momentan kostenlos gibt. Ihr habt richtig gehört, ja, Plants vs. Zombies momentan kostenlos und zwar für PlayStation Plus Mitglieder. Ist momentan im PlayStation Plus Abonnement, was ihr sowieso zum Online-Spielen benötigt. Also wenn ihr jetzt sowieso habt, das Spiel aber noch nicht, aber sehr, sehr gerne mal PVZ spielen wollt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch BFN runterzuladen. Für umsonst kann man das auf jeden Fall spielen. Da ist es auf jeden Fall gut genug für. Es ist nicht ganz schlecht. GW2 ist natürlich besser, so wisst ihr, wie ich meine. Aber jetzt, da es kostenlos ist, ne, kann man das sich auf jeden Fall gönnen, Leute, mitnehmen. Auch bei Rux momentan habe ich gesehen, momentan Sale, beziehungsweise, was heißt Sale? Da stand Rux Sale. Momentan ein Tag noch. Und 20 Stunden, da bekommt ihr für 1000 Regenbogensterne 2000, heißt, ich glaube 10 Euro kostet oder so, naja genau, ein Zehner, heißt, ihr könntet euch so gesehen beide Charaktere dafür kaufen. Ja, den Fernsehkopf-Zombie und die Wildblume, die ich ja immer noch nicht habe, aber da ist ja sowieso Gops wie gesprungen, Leute, ne? Ja, ne, gönntet euch auf jeden Fall und für umsonst könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Für ab und zu mal zwischendurch kann man es auf jeden Fall zocken und wenn ihr einfach nur die Story spielt. Ja, also die Story kann man ja auf jeden Fall spielen. Man muss ja nicht gezwungenermaßen online spielen, deswegen, Leute, gönnt euch das auf jeden Fall. Ne? Gut, wir gehen ein bisschen rein, Leute, auf Teamsieg. Schauen, wie viele neue Spieler da sind, ob wir volle Lobbys bekommen, ob die Lobbys immer noch leer sind. Das werden wir jetzt alles herausfinden und ja, schauen wir mal, was die ganze Sache so gibt. So, ich fange mal an mit der Eichel. Und ja, man sieht schon einige frische Spieler dabei. Ja, man sieht es jetzt auf jeden Fall schon. Jetzt spiele ich es jetzt, glaube ich, 2-3 Tage oder so. Jetzt für umsonst. Ja, da sieht man es auf jeden Fall. Ja, genau. Okay. Ja, wir schauen mal rein, Leute. Mal gucken, was die ganze Sache gibt. Ob ich das überhaupt noch kann. Ne? Wie gesagt, ich spiele das Ganze auf der PlayStation 5. Den habe ich auf jeden Fall. Jetzt sollte ich mal ganz kurz weggehen hier. Jetzt sollte ich mal ganz, ganz kurz hier verschwinden eben. Genau, und dann hole ich mich mal als Baum. Und dann schauen wir noch mal, was du, Kollege, dazu sagst, wenn ich jetzt hier als Baum angerast komme. Und mal gucken, was du dazu sagst. Okay, den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Ah, okay, okay. Weil haben wir den erstmal weg, aber da kam dann nämlich auch schon... Ah, guck mal von hinten. Ah, guck mal von hinten am Heilen die ganze Zeit. Okay, da spielt jemand zusammen. So, ja, es geht aber nicht nur um PVZ heute, Leute, ja. Allgemein muss ich wirklich sagen, bin ich momentan nicht so zufrieden hier auf YouTube. Und deswegen dachte ich so, vielleicht mit PVZ erreiche ich nochmal den einen oder anderen. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, ja, was wünscht ihr euch wieder? Also, jetzt hier auf dem Kanal, Leute. Ja, also wie gesagt, wir haben ja viel früher Fortnite gespielt. Fortnite macht mir persönlich gar keinen Spaß mehr. Jetzt sagen wir schnell, Skylanders haben wir doppelt und dreifach durch und jetzt schon wieder auch in den Livestreams durchgespielt gehabt. Die Livestreams laufen momentan auch nicht so gut, muss ich sagen. Klar ist natürlich jetzt Sommerpause, viele sind im Urlaub natürlich, da fehlt natürlich der ein oder andere auch noch. Aber dennoch muss ich sagen, bin ich absolut nicht zufrieden. Die Videos sind im Sinne meinen Augen richtig gut, also ich bin voll und ganz zufrieden mit den Videos, also wirklich so wie es ist. Gerade mit den Neo, The World Ends With You Videos bin ich total super zufrieden. Ist eine super Kooperation. Das Spiel macht unheimlich viel Spaß, aber leider sind da die Aufrufe überhaupt nicht gut. Ja, das muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Also finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und deswegen meine Frage an euch, Leute. Ja, was spielt ihr momentan? Was gibt es bei euch momentan? Oder was wünscht ihr euch wieder bei mir? Beziehungsweise was vermisst ihr bei mir? Irgendwie sagt, lasst es mich erfahren, Leute. Echt, ohne Flachs. Also, wir machen das ja auch immer schön im Livestream und so, dass wir mal miteinander quatschen und so.
Aber ich glaube so allgemein, dieses ganze nur noch so Gaming, reine Gameplay, so, das bringt einfach nicht mehr. Das läuft einfach gar nicht mehr. Und deswegen, es ist sehr, sehr schade, muss ich sagen. Also deswegen, also wie gesagt, Leute, ne, schreibt es mir ohne Flachs, ne, schreibt mir gerne, was ihr in den Kommentaren, was ihr momentan spielt, was ihr feiert und ja, was euer Lieblingsspiel ist, worauf ihr wartet, weil es ist ja auch wirklich kaum etwas raus, ne, das kommt auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu, es ist ja nichts raus, es ist gar nichts raus. Ja, also alles wurde verschoben durch Corona. Also ist schon wirklich sehr, sehr schade. Jetzt habe ich gesehen, im Oktober kommt für Nintendo Switch Lego Marvel Super Heroes raus. Gibt's natürlich schon für PlayStation 4 und Xbox, ja, PC natürlich auch schon. Ist natürlich schon etwas älter. Jetzt, wie gesagt, kommt es aber raus für Nintendo Switch. Und eventuell werde ich da mal ansetzen. Also mal gucken, wenn ihr darauf Bock oder so habt, ne, dann schreibt es, wie gesagt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da auf jeden Fall ein paar Leute jetzt mit dem Video erreiche, die mir mal sagen könnten, ja, woran es liegt oder was ich eventuell falsch mache oder was mein, weiß ich nicht. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, also, wie gesagt, mit dem Videos konnte, mit dem Videos mäßig bin ich super zufrieden, aber das sind momentan alles auch irgendwie Spiele, die vielleicht so, ja, gar keinen großen Anreiz momentan finden, ne? Oder wo einfach kein Hype oder so ist, ne? Das, ja, wie gesagt, finde ich sehr, sehr schade. Pokémon Unit läuft bei mir auch nicht so gut, obwohl das Spiel voll im Hype ist. Naja, was soll ich meinen, Leute? Wie gesagt, schreibt eure Meinung da bitte in die Kommentare. Kann auf jeden Fall nur helfen. Sag so, wie es ist. Kann auf jeden Fall nur helfen. Was auf jeden Fall auch helfen kann, ist, wenn wir mal hier gewinnen würden. Das könnte auch helfen, auf jeden Fall. Komm, ich belebe dich mal wieder, Kumpel. Gucken, ob der erdrafft. Genau das wollte ich. Genauso wollte ich das haben, dass du zu mir drauf gehst und mich heilst, Kollege. Genau das wollte ich. Glaubst doch nur du, was du jetzt versucht hast, Kollege. Das glaubst doch nur du, was du jetzt versucht hast, ey. Nice, er raftet, sehr gut. Absoluter Ehrendude. Oh, jetzt sind wir jetzt zu dritt drauf. Oha. Oha. Jetzt sind wir jetzt zu dritt drauf. Jetzt geht ab die Party. Ja, da gar keine Chance. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir die ganze Sache aufgeholt bekommen hier. Zu dritt, das würde auf jeden Fall. Ja, sehr gut, sehr gut. Hinter, ja, vor uns. Nice, wichtig, absolut wichtig. Oh mein Gott. Alter, wir sind ja richtig krass drauf hier. Oh, das gibt's doch nicht. Wie kommt der denn weg? Das gibt's nicht. Vorne aufpassen. Alles gut. Boah. Boah, jetzt war es das gewesen. Boah, so viele, ey. Aber war gut, wir haben gut aufgeholt. Da seht ihr das, gut aufgeholt. Richtig krass. Wo sind sie? Alle da drin. Oh mein Gott. Oh, wow. Schnell. Hinter mir. Komm mir nie weg.
Ja, den habe ich. Nein. Wir dürfen nicht verlieren. Nein. Och, Leute. Konzentriert euch doch. Shit. Schade, Mann. Ach, das ärgert mich jetzt echt, ey. Oh, wir haben so gut aufgeholt, ey. Boah, nochmal volle Konzentration reingelegt. Schade. Absolut schade, muss ich sagen. Des Weiteren ist es ja auch so, dass wir jetzt auch wieder sehr, sehr oft auf YouTube streamen. Ja, ich bin ja Anfang des Jahres, sind wir rüber zu Twitch gegangen, wo es wirklich am Anfang richtig, richtig gut lief, da es aber wirklich sehr, sehr nachgelassen hat. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wieso das so ist. Ja, wieder von heute auf morgen, ne, sind die Zahlen komplett eingestürzt, eingebrochen. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, weil man das auch einfach, man hat da einfach kein Feedback, man versteht es einfach nicht, muss ich sagen. Oh shit, ach, den habe ich gar nicht, ach ja, den habe ich gar nicht gesehen. Und deswegen bin ich jetzt wieder rüber zurück auf YouTube gegangen. Ja, natürlich müssen die Leute da erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Beziehungsweise wir streamen ja immer noch auf Twitch, ja. Manchmal streame ich ja sogar auf beiden Plattformen. Und beziehungsweise haben wir jetzt damit angefangen. Es lief, letzte Mal lief es eigentlich ganz gut. Ein paar waren auf Twitch gewesen, einige waren auf YouTube gewesen. Aber dennoch, wie gesagt, Leute, ne, also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und von mir aus auch nicht nur ein Satz, so, ne, so bringt mehr PVZ oder so. Wisst ihr, das bringt einfach nichts. Ja, also deswegen, ich würde gerne wissen, was ihr momentan viel spielt. Lest euch auch gerne die anderen Kommentare durch, was da so, ja, sag mal schnell, was die anderen so momentan so spielen, und dann liked auch gerne diese Kommentare, ja, dann sehe ich das natürlich da auch. Oder einige Vorschläge, was ich eventuell ändern könnte, was ich ändern muss oder so, wisst ihr, wie ich meine? Also, wie gesagt, ich bin für jeden Tipp bin ich dankbar. Echt, für jeden Tipp bin ich absolut dankbar. Es gefällt mir nicht, wie die hier spielen, ey. Wir verlieren ja schon, das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott, Aiming. Oh Gott. Warum ist er denn jetzt volles Leben? Das glaube ich doch wieder nicht. Das glaube ich doch alles nicht. Warum hat der auf einmal volles Leben gehabt, ey? Weil ist ja auch so. Bin ja auch ganz offen und ehrlich, ne? Wie lange mache ich das jetzt schon, das YouTube hier? 2012 gab es die ersten Videos, eigentlich davor schon mit Call of Duty Videos. Aber so 2012 hatten wir ja angefangen mit, ja, mit Skylander Videos. Und wie gesagt, ich mache das jetzt ja auch schon einige Jahre. Aber so schlecht wie jetzt momentan waren die Zahlen schon lange nicht mehr. Beziehungsweise waren die Zahlen irgendwie noch nie. Also ich hatte damals sogar teilweise mehr Aufrufe auf die Videos gehabt. Und was ich brutal schade finde, ist, dass das wirklich wie es ist. Und das demotiviert aber auch. Das ist das Nächste. Ja, ich sag's mal wirklich so, wie das ist, das demotiviert total. Wenn man da überhaupt gar kein Feedback mehr zurückbekommt, weil man es einfach nicht kapiert. Ja, das ist der springende Punkt. Deswegen also wäre ich für jeden Tipp hilfreich. Weil, wie gesagt, noch macht es mir Spaß. Also noch macht mir YouTube auf jeden Fall Spaß. Noch möchte ich es auch gerne weitermachen. Aber ich sag auch dazu, wenn die Zahlen einfach weiter so, ja, so runtergehen, ja, und du einfach so gar nichts mehr bekommst, weiß ich nicht, ob das dann da noch so viel Sinn macht, so viel Zeit da rein zu investieren. Ja, ich bin da wirklich offen und ehrlich zu euch. Und von daher, ja, wie gesagt, ne. Sagt mir gerne und sagt mir bitte eure Meinung. Mann, Scheiße. Sagt mir bitte eure Meinung dazu. Gerne unten in die Kommentare. Gut weggemacht. Wir liegen immer noch zurück. Oh, shit. Muss ich erstmal weg jetzt hier. Sonst war es das jetzt hier mit mir. Hat damit gerechnet. Ah, hat der kleine Lümmel mit gerechnet, dass ich daher komme. Hat der kleine Frechdachs mit gerechnet. Ich komm weg. Wichtig, wichtig.
Wichtig. Auch gut wegbekommen. Der Baum, der muss weg hier, der. Ah, Mann, ich habe den da oben nicht mehr getroffen. Ne? Das ist belastend. Das ist belastend. Ich habe den da oben leider nicht mehr... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe den da oben leider nicht mehr getroffen. Ich wollte erst die Eichel oben drauf wegmachen. Schade. Das war natürlich nicht so gut. Oh, ja, ist doch gut jetzt. Gar keine einzige Pflanze, aber ich hack hier drauf, ey. Da sind sie. Ich seh nix. Man sieht nichts. Kriegst du nicht kaputt, ne? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Doch, bei Roller. Das gibt's nicht. Du kriegst den nicht kaputt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt. Jetzt macht er sich groß direkt. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. So Leute, that's it for today. Ja, wie gesagt, ist kostenlos. PlayStation Plus. Schaut es euch sehr, sehr gerne an. Wer es noch nicht hat, ja, ladet es euch runter. Für umsonst kann man das ab und zu mal sehr, sehr gerne spielen. Und wie gesagt, na, ihr habt alles gehört hoffentlich. Schreibt eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und also nicht oder, sondern über jeden Kommentar würde ich mich freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns ja bald wieder. Haut rein. Euer Whitey. Ciao.